Du bist gleich in der Prüfung, wie ich sehe. Die Tür in die Werkstatt nicht umkommen. Alter, ganz schön früh. Ich hab bis 2 Minuten bevor ich gekommen ist, da habe ich einfach gepennt. Und dann leitst du der Wecker und leitet halt schon das 8. Mal oder so. Und dann hab ich getrainiert. Dann schaut mir erst ein paar Nachrichten. Ich bin auf dem Weg, bin in 2 Minuten bei dir. Ja, Ruppi, du kannst es gleich erklären, warum da draußen die Hebebühne steht. Ich war vorhin schon draußen und es ist arschkalt heute. Es ist echt arschkalt, ja. Das ist echt. Gott sei Dank schneit's nicht. Folgendes, wir bekommen ein neues Firmenschild. Sowohl Mix Body Shop als auch das Fitnessstudio. Und da wollen wir richtig, richtig auffallen. Wir haben ja da eine richtig große befahrene Straße. Und ja, das wird jetzt heute montiert. Und dann leuchtet unser Fitnessstudio hoffentlich. Und die vorbeifahrenden Leute wissen dann, dass wir hier ein Fitnessstudio haben und Sportnahrung verkaufen. Nach über einem Jahr vielleicht ja. Auch mal hinfällig. Ich glaube gar nicht, wie viele Auflagen oder irgendwelche Regeln man da beachten muss. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Aber also muss man ja eigentlich auch als positiv sehen, sonst könnte jetzt jeder sein Haus zutapezieren mit irgendwelcher Werbung. Wird es ausschauen wie in China. Also ist auch in Ordnung. Ja, tolles Wetter. Mittwoch hat er mal geschrieben, dass er heute kommt. Dann war noch alles voll Sonne und so. Und einen Tag später hat es geschneit, wie wir wissen. Und heute ist auch nicht recht viel besser. Ja. Ja. Kalt, aber wenigstens top. Er macht es schon. Hey Daniel. Hey Markus. Kurze Frage. No, jetzt right. Läuft gerade die Eröffnungsfeier von den Olympischen Spielen. Ja. Schaust du an oder bist du da auch so, kann ich nichts damit anfangen? Ich kann es gar nicht anschauen. Ich habe nämlich kein normales Fernsehen zu Hause. Es gibt Internet und so. Ja, und dann gibt es noch Arbeit und so. Ja. Ich habe da, glaube ich, aktuell überhaupt gar keine Zeit dafür. Und wenn, selbst wenn ich aber die Zeit hätte, glaube ich, würde ich es nicht angucken, weil es nicht so meine Sportarten sind. Ja, das trifft es ganz gut. Ja, ich bin da mehr so der ja, Langhantel-Fan, Muskel-Fan mittlerweile, Mannschaftssport-Fan, hauptsächlich dann Basketball noch. Das wird schwierig bei den Winterspielen. Ja, mit dem Schneeball vielleicht ein bisschen, aber sonst eher weniger. Nee, ja, das sind eher so meine Interessensgebiete. Okay. Sag mal, Ruppi. Ja, Ruppi, wenn du gerade reinkommst. Ja, was läuft? Gerade die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Aha. Wie bist du da? Anschauen? Ja? Nein? Bestimmte Sportarten? Nee. Muss ich passen. Also, naja, ich habe mir letztes Mal die Eröffnungsshow angeschaut, aber mehr auch nicht. Ist nicht so meine Sportart, muss ich sagen. Olympia ist nicht deine Sportart. Ja, die Sportart, die man da sieht, ist nicht so
mein Interessensgebiet. Aber ja, außerdem habe ich keine Zeit. Was soll ich es anschauen? Nicht ganz schlau daraus. Wir haben einen Brief per Einschreiben bekommen, den wir aber nicht angenommen haben, oder? Nein, der war nur im Postkasten. Der war einfach nur im Postkasten gelegen. An ein anderes Fitnessstudio hier in Ringsburg per Einschreiben. Einschreiben? Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Was heißt denn das? Ist das erst an die Packstation? Dann wurde es nicht, zustellbar und dann haben sie es uns reingeschmissen oder was? Also irgendwie ist es echt. Also wir kennen ja beide das Fitnessstudio. Und es ist jetzt. Das ist jetzt so schwer zu finden, oder? Nee. Vor allem die kriegen ja auch regelmäßig Post. Was ich aber eher geil finde, wie die dann einfach auch für uns kommen. Ja, das verstehe ich aber überhaupt nicht. Also so, ja, Fitnessstudio. Ja, ich kenne da eins, da werfe ich es mal rein. Das wird das schon sein. Wahnsinn. Ich verstehe auch nicht, warum hier die Adresse durchgestrichen ist. Gibt's anscheinend. Naja. Auf geht's! Hey, Sie kommen! Hi! Hallo! Hallo! Ja, du schon wieder. Hey Patrick. Von einem Vlog im nächsten. Wie fühlt man sich so in zwei Vlogs vertreten zu sein? Das ist der Hammer. Was geht bei dir heute so? ja, ich mach hier. Rein ich mach und das war's, dann gehe ich wieder heim und rein. Also ein bisschen Kreuzheben und sonst. Ja, der typische Freitagspump, also Bizeps, Brust. In den Rücken und dann geht's direkt in den Club eigentlich. Ja dann, ja. Viel Spaß heute Abend. Dankeschön. Wie läuft das Training? Keine Ahnung. Hast du denn auch gefangen? Doch, ich habe es geschafft, einen Aufwärmsatz Bankdrücken zu machen. Was steht heute sonst da an? Also wie gesagt, Bankdrücken. Dann Kurzhandel Schreckbankdrücken, Cable Cross, die Schultermaschine von Hammerstrand, dann Seitheben. Dann. Ja. Also du machst es wieder Patrick, schön Oberkörper aufpumpen und heute Abend so gescheit weggehen. Natürlich. Heute Abend Bisse, jetzt das richtige Training und bevor ich in den Club gehe, heute Abend dann nochmal Brust-Bizeps pumpen. Direkt im Weggeh-Outfit. Was sonst am Freitagabend? Ja, ne? Eben, logisch. Dann eine Schulter, nicht Reha-Übung, sondern Präventivübung für die Rotatorenmanschette. Und dann noch Trizeps am Seil. Komm.